Hallo, mein Name ist Ralf und heute ist der 2. Juni 2020. Ich lebe mit meiner Familie in einem Vorort von New York City mit ca. 30.000 Einwohnern und unterrichte internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität. Mitte März wurden dank des Coronaviruses meine Studenten nach Hause geschickt und wir sind zum Online-Unterricht übergegangen. Seit 2 Wochen ist das Semester allerdings zu Ende. Aber die Vorbereitung auf unser Hauptsemester hat schon begonnen. Da Unsicherheit darüber herrscht, in welcher Form dann unterrichtet werden wird, online oder zumindest teilweise im Klassenzimmer. Meine Frau arbeitet auch seit März von zu Hause aus und unsere Tochter ist ebenfalls zu Hause und hat noch 2 Wochen lang virtuelle Schule. Trotz der schwierigen Umstände und der Entfernung von unseren Eltern und Geschwistern geht es uns allen noch gut.